Sie kennen das vielleicht, es gibt Stress in der Partnerschaft, Stress mit Kunden, Ärger mit Freunden. Ich möchte Ihnen hier was zeigen, was wir selbst entwickelt haben und was Ihnen die Möglichkeit gibt, in allen Situationen, die irgendwie angespannt sind, die Situation zu entschärfen, die Bombe unscharf zu machen, die Kuh vom Eis zu holen, mit Einständen und Widerständen perfekt umzugehen. Und das Ganze ist... unsere ZWAR-Methode. Wie das im Einzelnen aussieht, sehen Sie jetzt. Stell dir vor, du gerätst in einen heftigen Konflikt. Deine Freundin kommt wutentbrannt auf dich zu. Ein Kunde ist total sauer, weil du ihm ein schlechtes Produkt oder eine minderwertige Dienstleistung verkauft hast. Und das kann dir am Telefon passieren oder auch einfach so auf der Straße. Das Erste, was du machen solltest nach der ZWAR-Regel, ist jetzt Z wie Zustimmung. Ich kann deinen Ärger verstehen. Ich in deiner Situation würde mich mindestens genauso ärgern. Und du musst so lang Z geben, bis dein Gegenüber abgekühlt ist. Erst dann kannst du weitermachen mit dem zweiten Schritt der ZWAR-Regel, mit W wie Weiche. Und benutze eine weiche Weiche. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir beide jetzt hier eine Lösung finden. Zusätzlich finde ich es wichtig, dass wir jetzt die Kuh vom Eis bekommen. Und dann kannst du eine Aktion vorschlagen. Das ist der dritte Schritt. A wie Aktion. Ich schlage vor, wir machen jetzt Folgendes. Sie bekommen das Geld zurück für das Produkt. Und noch einen kleinen Gutschein oder eine kleine Entschädigung, was auch immer. R schließlich steht für Reaktion. Ich muss nämlich jetzt noch gucken, ob mein Gegenüber mit dem, was ich vorgeschlagen habe, auch einig ist. Ja, passt es so für Sie? Haben wir damit den Fall gelöst? Und erst wenn das abgenickt wird von meinem Gegenüber, habe ich wirklich die Situation entschärft. Ganz wichtige Sache noch, vielleicht das Wichtigste noch zum Schluss. Ich darf nicht mit Aber überleiten von meiner Zustimmung zur Aktion. Aber ist keine gute Weiche. Aber ist ein absolutes No-No. Ihr könnt es ganz einfach mal testen. Geh doch mal zu deiner Freundin und sag, Schatz, du siehst fantastisch aus, aber geh mal wieder zum Friseur. Was hört die Frau? Ah, danke, ich sehe also scheiße aus. Oder sag den Satz, Schatz, ich würde total gern mit dir ins Kino gehen, aber es kommt heute Fußball-Bundesliga. Ja, was hört die Frau? Naja, der will nicht mit mir ins Kino gehen. Ja, beim Empfänger ist es oft so, alles, was vor dem Aber gesagt wird, wird als Lüge empfunden. Deshalb ersetzt das Aber einfach mit gleichzeitig. Also nochmal ein Komplettdurchlauf. Ja, Schatz, ich kann verstehen, dass du dich ärgerst, dass ich jetzt nicht mit dir ins Kino will. Gleichzeitig kommt eben Fußball-Bundesliga und das ist mir total wichtig, das würde ich total gern sehen. Naja, ich schlage vor, wir gehen jetzt gleich ins Kino. Ich zeichne den Anfang vom Spiel auf und das Ende gucken wir dann noch zusammen live im Fernsehen an. Passt es so für dich? Mit dem Vorgehen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein gutes Verständnis da ist, dass Konflikte entschärft werden und dass eine Win-Win-Haltung entsteht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Anwendung der ZWAR-Methode in deinem Privat- und Berufsleben.